Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sauberzin und heute gibt es die Top 5 der sinnlosesten Yu-Gi-Oh! Zauberkarten. Und oh boy, es gibt eine Menge sinnloser Karten. Und ich habe mir jetzt mal wirklich Zauberkarten rausgesucht, die für mich zu den dümmsten, sinnlosesten Zauberkarten in ganz Yu-Gi-Oh! Gehören. Viel Spaß damit! Fangen wir an mit einer Karte, die an sich gar nicht sinnlos ist, nur zu einer Zeit rausgekommen ist, wo das komplett irrelevant gewesen ist. Das ist die Karte Zenith-Schalter. Oder Zenith Switch, wie sie auf Englisch heißt. Diese Karte hat die Fähigkeit, dass ihr einmal pro Spielzug ein Monster in eine andere Main-Monsterzone bewegen könnt. Oder damals Monsterzone. Jetzt natürlich die Frage, wenn ein Monster angegriffen wird und ich die Zone wechsle, macht das einen Unterschied? Wenn ich jetzt das Monster in eine andere Zone bewege und ich angreife, kann ich dann direkt angreifen? Wenn ich das Monster in eine andere Zone bewege und das von der Zauberkarte getargetet wird, macht das einen Unterschied? Nein, nein und nein. Es macht also für das Spiel legit keinen Unterschied, wo dieses Monster ist. Diese Karte kam relativ früh raus in Yu-Gi-Oh! Ich weiß gar nicht, wie früh die Karte rausgekommen ist, aber zu diesem Zeitpunkt war Linksammeln noch gar kein Thema. Das heißt, wo ihr eure Karten platziert auf dem Feld, war komplett egal. Ihr habt sogar nicht mehr darauf geachtet, wo ihr eure Karten platziert habt, sondern ihr habt die einfach aufs Feld geklatscht und habt gesagt, da ist sie und habt die während des Games sogar hin und her bewegt. Und dann kommt jemand zu euch an und sagt, aber die Karte, die bewege ich jetzt dahin. Dazu euch gesagt gehabt, ja Bruder, mach doch. So, es macht keinen Unterschied. Und selbst der Höhepunkt von Spalten, nämlich als Linksammeln rausgekommen ist. Diese Karte komplett nutzlos, denn die Karte macht halt nichts außer eine Karte woanders hinzubewegen. Das ist halt komplett sinnlos. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob es irgendeinen Faktor gibt, wo diese Karte irgendwie sinnvoll ist. Ich persönlich kann mir keinen vorstellen, außer ihr habt euer Play vorher irgendwie verkackt. Und dafür spielt ihr keine Karte, die das halt fixen kann, denn ihr verkackt kommt im besten Fall nicht. Dann braucht ihr die Karte auch nicht. Deshalb sind das Switch auf jeden Fall einer der sinnlosesten Zauberkarten in ganz Yu-Gi-Oh! Kommen wir zur nächsten Karte. Und die Karte ist interessant. Das ist die Karte Card Trader. Wo fange ich an? Ja, mit dem Effekt. Einmal pro Spielzug, während deiner Standby-Phase. Du kannst eine Karte von deiner Hand ins Deck shuffeln und eine weitere Karte ziehen. Das ist alles. Mehr macht die Karte nicht. Warum ist die Karte jetzt eine der sinnlosesten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Wenn ihr diese Karte aktiviert, macht sie nichts. Wirklich nichts. Bis zu eurer nächsten Standby-Phase. Ihr spielt also eine Karte in eurem Deck, die nichts tut, außer in eurer nächsten Standby-Phase vielleicht eine nicht ganz so gute Karte in eurer Hand auszutauschen gegen eine andere, die potenziell vielleicht ein bisschen besser sein könnte und dafür habt ihr einen ganzen Zug verschwendet. Ja, moin! Ihr seid echt ein guter Deckbauer. Denn wenn ihr diese Karte spielen müsst, weil ihr zu viele schlechte Karten in eurem Deck habt und ihr wollt die bessere Karte haben, dann spielt mehr bessere Karten. Dann habt ihr das Problem auch nicht, dass ihr die Karte austauschen müsst. Es gibt sogar für diese Karte eine Applikation. Wenn ihr Bricks in eurer Hand habt, die ihr in eurem Deck braucht, dann wäre diese Karte sogar einigermaßen sinnvoll. Aber ihr wartet doch dafür nicht einen ganzen Zug, damit ihr das vielleicht in der nächsten Standby von euch machen könnt, dass ihr diesen einen Brick wieder zurückpacken könnt. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann spielt doch lieber hier, keine Ahnung, diesen komischen Hammer, der was zurückmischen kann. Da kann das wenigstens instant machen. So. Das macht halt Card Trader zu einer der schlechtesten und sinnlosesten Yu-Gi-Oh!-Karten aller Zeiten. Kommen wir zur nächsten Karte und die wird richtig witzig. Die nächste Karte ist diese tolle Karte hier. Card Shuffle. Was macht denn Card Shuffle? Ihr zahlt 3000 Life Points. Dann könnt ihr entweder das gegnerische Deck oder euer Deck mischen. Ja, das ist alles, was ihr gerade tut. Mehr macht die Karte nicht. Das ist wieder eine dieser Karten, die sagt, tu nichts, sondern verschwende Platz in meinem Deck. Denn ob ihr jetzt das Deck mischt vom Gegner oder von euch, es kann natürlich ein paar Applikationen geben, wo das interessant sein könnte. Aber das macht doch gar keinen Sinn, diese Karte zu spielen. Denn ihr könnt theoretisch eine Karte wie Rota aktivieren, also Reinforcement of the Army. Das macht doch genau das gleiche. Ihr müsst euer Deck danach eh shuffeln. Jetzt könnte man sagen, bei Card Shuffle, ihr könnt auch das Deck vom Gegner mischen. Und falls ihr jetzt Adamantibator spielt und die Karten oben gestackt hat, dann wäre das ja, bringt euch nur First Hand halt nichts, wenn der Gegner zuerst dran ist. Bringt euch nur Second nichts, wenn ihr eine Combo machen wollt oder irgendwas spielen wollt und der Gegner danach dran ist. Wenn ihr eine Karte aktiviert, die ihr versuchen kann, ist das Deck eh gemischt. Es macht also wirklich keinen Unterschied, ob ihr diesen Effekt aktiviert und resolved, außer dass ihr 300 Punkte weniger habt. Also warum sollte man diese Karte spielen? Warum ist diese Karte überhaupt jemals gedruckt worden? Das ist nicht nur eine der sinnlosesten Karten, das ist auch eine der schlechtesten Yu-Gi-Oh! Karten, die jemals existiert haben. Aber das Bild von dieser Karte hier, dieses Artwork, das ist gar nicht so kacke. Das finde ich eigentlich ganz cool. Kommen wir zur nächsten Karte und diese Karte werdet ihr garantiert schon mal irgendwo in solchen Listen gesehen haben. Denn die Karte ist eine der schlechtesten Yu-Gi-Oh! Karten, die jemals gedruckt wurden. Und das ist der Pot of Generosity, der Topf der Großzügigkeit. Und Großzügigkeit wird in dem Fall groß geschrieben. Denn es gibt nichts Großzügigeres als für den Gegner, dass ihr minus 3 geht. Besser geht's für den Gegner nicht. Denn ihr verliert selber das Duell, wenn ihr eine Karte aktiviert, die minus 3 geht. Das macht halt gar keinen Sinn.
Wahnsinn. Die ist halt noch schlechter als der Card Trader. Der Card Trader ist zumindest nur minus 1, wenn er sie aktiviert. Die Karte ist halt minus 3. Was macht denn die Karte? Die sagt halt, nimm zwei Karten von deiner Hand, misch sie ins Deck zurück. Wieso sollte man das tun? Es macht doch gar keinen Sinn, eine Karte zu aktivieren, die dir einfach Karten wegnimmt, die du benutzen könntest. Der Grund, warum diese Karte existiert, ist halt als Counterpart zum Topf der Gier. Ne? Weil Gier ist ja schlecht, ne? Nimm zwei, hoho. Und die Karte sagt halt, ich bin großzügig, ich gebe zwei wieder ab. Aber für ein Kartenspiel, wo ihr gewinnen wollt, super sinnlos, eine Karte zu aktivieren, die genau euch verlieren lässt. Ich könnte mir kein Szenario vorstellen, wo diese Karte irgendwie sinnvoll ist. Klar, es gibt Karten, die ihr auf der Hand habt und die ihr im Deck haben wollt. Okay, ihr spielt ein besseres Deck oder spielt da weniger Karten von. Aber dass ihr zwei Karten zurückmischen müsst, damit euer Deck funktioniert, eher unwahrscheinlich. Selbst Decks, die nicht so gut sind, würden damit auch nicht besser werden. Jetzt kommen wir zur nächsten Karte. Diese Karte ist die letzte Karte für heute und der Effekt dieser Karte ist ziemlich, ziemlich gut. Denn die kann euch jede Karte in eurem Deck geben. Die Karte, von der ich rede, ist diese hier. Das ist Symbol der Freundschaft. Ein sehr schöner Anime-Moment, wo Thea diesen Smiley drauf malt im Anime und alle daran glauben, dass Yugi Kaiba besiegen kann im allerersten Duell. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das eine der sinnlosesten Karten aller Zeiten? So, erst einmal, diese Karte ist, wenn ihr die im ersten Spielzug zieht, komplett sinnlos. Wir gucken uns einmal den Effekt an. Um diese Karte zu aktivieren, müsst ihr sie durch normale Ziehen in eurer Draw-Phase ziehen. Wenn dein Gegner drei oder mehr Monster hat und du keine Karten kontrollierst, dann zeigst du die Karte vor und das, ha, ich habe Symbol der Freundschaft gezogen. Und bis zu eurer Main-Phase bleibt sie vorgezeigt. Und dann in eurer Main-Phase zeigt ihr eine Karte eurem Deck vor und nimmt die auf die Hand. Ist die Karte überhaupt resolvbar? Ich meine, dass ihr, wenn ihr Second geht, die Karte ziehen könnt, ist unwahrscheinlich, aber wäre ja möglich. Und wenn Signe drei Monster hat, ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass sie dann vorzeigt und sagt, jupp, da ist sie. Und dann eine Karte von eurem Deck adden könnt. Das ist ja ganz cool. Das würde aber niemals resolven, weil das wäre ja stupid, wenn das resolven würde. Sie macht halt nichts, wenn ihr sie irgendwie anders bekommt, was halt komplett dumm ist. Und diese Karte ist wirklich nur dafür da, um diesen einen Anime-Moment, dass Yugi die richtige Karte gezogen hat, als er sie gebraucht hat, wiederzuspiegeln. Das einzige Szenario, wo die Karte halt einigermaßen okayisch ist, ist, wenn ihr Diamond Dude auf dem Feld habt und ihr sagen könnt, ihr schickt die vom Deck am Friedhof und dann ist der Effekt von Diamond Dude halt, add eine Karte vom Deck. Ganz schöne Hoops, um dahin zu kommen, aber das macht auf jeden Fall Symbol der Freundschaft zu einer der sinnlosesten Karten, die jemals gemacht wurden, weil diese Karte würde niemand spielen, der das ernst meint. Ja, das war's aber schon wieder mit den 5 sinnlosesten Karten in Yu-Gi-Oh! Heute waren Zauberkarten dran. Wir können das Format auch dümmste Karten nennen, ist eigentlich vollkommen Bums. Es geht um Karten, die nicht ganz so clever designt sind. Oder nicht clever designt sind, sondern einfach die nicht so spielbar sind insgesamt. Lasst mir auf jeden Fall für das Video ein Like da, damit dieses Video auf jeden Fall von mehr Leuten gesehen werden kann. Und dann lasst mir ein Abo da für den Channel, damit ihr mehr von meinem Video sehen könnt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute. I summon Pot of Greed!